Hallo ihr Lieben, hier sind wir wieder in unserer Terrassenküche, sogenannten Terrassenküche. Ihr wisst ja, es ist nicht eine Terrassenküche. Und heute habe ich mal wieder einen Gast an meiner Seite. Und zwar, das ist Anke Höhne, aber Frau Dr. Anke Höhne. Aber ihr könnt euch nicht anmelden da, sondern sie ist Doktor der Sozial. Ja, Doktor der Philosophie heißt das offiziell. Guck mal, da habe ich wieder was gelernt. Doktor der Philosophie, aber sie ist irrsinnig geerdet. Also ihr müsst euch jetzt nicht hinsetzen, deswegen extra. Sie wird heute mit uns kochen und wer sie noch nicht kennt, der wird sie noch kennenlernen. Sie ist nämlich, das ist der helle Wahn, ich gehe sozusagen wirklich symbolisch auf die Knie, Langstreckenschwimmerin. Ich glaube, ihr habt sowas noch nie gehört, ne? Langstreckenschwimmerin. Das ist unglaublich, was sie leistet. Lehn dich ruhig mal kurz, falls du schwächelst. Ja. Aber du schwächelst wahrscheinlich nie. Na, an Land eher als im Wasser. Ach so, okay. Sie schwächelt an Land. Also sie darf sich hier mal auf das Fensterbrett so klemmen. Wir werden heute übrigens eine Quiche machen. Oh, meine Quicheform steht noch gar nicht. Die ist da drüben. Eine Quiche, und zwar so eine bisschen originelle, aus Chicorée. Karamellisiert mit braunem Zucker, danke Martin, und mit Roquefort-Käse drüber. Ich finde, das ist eine irrsinnig interessante Kombination. Und dann eben meine übliche, wie ich so Quiche mache, das zeige ich Anke mal, wie man das geht. Und das Ganze krönen wir dann mit schön kross gebratenem Bacon. Ihr wisst ja, ich bin so ein Bacon-Fan, ne? Aber wenn ihr Vegetarier seid, dann müsst ihr dieses mit dem Bacon nicht machen. Ne? So. Martin, würdest du das mal bitte abräumen? Den Satz finde ich sehr schön. Wenn ihr Vegetarier seid, müsst ihr das nicht machen. Das ist gut. Ansonsten zwinge ich. Nein, es ist nicht so, dass dieses Rezept wirklich nur interessant ist, wenn man da Bacon drauf macht. Das ist so ein bisschen eher meine Version. Und ich stelle mir sowas Salziges dazu gut vor. So, das ist die Sahne. Ich räume jetzt mal ein bisschen aus dem Weg. Dann wird nämlich hier meine liebe Gästin. Martin, was ist das weibliche Wort für Gast? Gast. Warte. Wir bemühen uns zu gendern, aber hier funktioniert es nicht. Nee. Für mich ist das eine Gästin. Meine liebe Gästin wird jetzt nämlich mal diese Quicheform präparieren. Mhm. Also, viele Menschen sagen, Chicorée, nee, mag ich nicht, ist bitter, will ich nicht und so, ne? Das werden wir gleich mal widerlegen. Anke? Ja? Kochst du denn gerne? Ja, durchaus, aber ich koche nicht so aufwendige, langwierige Gerichte und muss immer eher ein bisschen schnell gehen. Bisschen schneller, ne? Ja, aber wir kochen schon fast täglich, kann man sagen. Du hast mir mal erzählt, am liebsten würdest du einfach nur du und dein Mann abends so Butter bämmen, ne, oder so. Und da hat dein Sohn dann irgendwann mal gesagt, ne, euer reizender Sohn, der jetzt im Internat in England ist, der hat dann mal gesagt, ich möchte aber abends gern was Warmes, Gesundes essen. So, stimmt, ne? Ja, der meinte, er möchte, weil er nicht mit dem Schulessen so zufrieden war, möchte wenigstens abends was Schönes essen. Ja, hat er ja recht. Und ne? Dann haben wir uns angewöhnt, irgendwie immer was Warmes zu machen abends. Und dein Mann kocht ja auch, ne? Der kocht auch. Also wir haben so, jeder hat so seine Rezepte, die er ganz gut kann. Und je nachdem, was dann dran ist oder wer Zeit hat, macht dann seine Sachen. Toll, das ist doch super. Ja. Schwimmt der auch? Der schwimmt auch, genau. Aber nicht so was Mordsmäßiges wie du, ne? Nö, also er ist durchaus auch bis 10, 15 Kilometer so geschwommen. Macht er jetzt nicht mehr so in dem Ausmaß, eher so bis... Warum nicht? 3, 4, ja, ist ihm... zu lang. Das ist ihm zu lang. Genau. Und dann sag mir doch mal schnell, was ist denn, ich muss das leider hier so nebenher fragen, diese wichtigen Fragen. Ja. Was kann ich tun? Wir machen gerade was Doofes. Wir stellen das mal eben ganz kurz hier drauf, aber das ist jetzt gefährlich, was ich mache. Wir schütten jetzt, das ist jetzt wieder für unsere lieben Zuschauer, einen kleinen Hauch Wasser hier rein. Wirklich nur einen Hauch. Das ist ein Schnaps. Pass auf, ich esse das so aus. Ja. Man kann sich die Dinge auch verschönen, weißt du? So ein, und ein bisschen Öl, ne? Okay. Und dann nehmen wir ein bisschen Küchenkrepp. Ja. Und dann vermuschel ich das so. Wasser ist, damit das so ein bisschen dampfig wird für den Teig. Okay. Und Öl brauchen wir eben. Öl ist klar, ja. Kommt ja jetzt ein Teig drauf, ne? So.
Sollen wir mal hoffen, dass wir hier nicht einen Fehler gemacht haben. Dass du wieder abkriegst. Nee. So, jetzt wirst du dieses hier anheben, wenn du das kannst. Wenn wir hier so reinsetzen. Und du klebst es rein. So, das wird nicht passen. Und dann schneiden wir uns das zurecht. So, und dann, ich schon mal ein bisschen her. Genau, aber richtig in die Ecken. Mhm. Super, du kannst das doch. Oh. Ja, ja, kannst jederzeit. Das erste Mal in der Küche. Nein, kannst jederzeit bei mir an. Also. Weil in 15 Minuten haben sie ausgeschaltet. Das war der Fall. Danke. Was ist deine längste Strecke gewesen? Ich klebe das hier so rein. Ja. Was ist deine längste Strecke? Also rein von den Kilometern her war das längste 46 Kilometer. Aber das kann man nicht so 1:1 zählen, weil Warum? Das auch strömungsunterstützt war. Also ich habe da auch ein bisschen Schub von hinten gehabt. Und das macht es natürlich leichter. So. Wie viel? 46. Gott. Einmal um Manhattan rum. Du bist um Manhattan rumgestanden, ja, ne? Ja. Das habe ich nämlich gehört. Ist doch unglaublich. Aber was ich da am besten finde, ich muss das mal so ein bisschen hier mehr machen. Wir brauchen nämlich mehr, ne? Was ich am besten finde, erzähl mal mit deiner Atmung. Naja, jeder Schwimmer hat so seine Lieblingsseite, zu der er atmet. Also nach rechts oder nach links immer. Ich bin so ein Rechtsatmer. Und in Manhattan schwimmt man aber andersrum. Also anti-clockwise sozusagen um die Insel. Und also die ganzen schönen Skyscraper und Häuser und alles, was so besonders New York ausmacht, hatte ich natürlich gesehen, ist ja nicht zu übersehen, aber ich bin halt immer, habe immer nach rechts geatmet. Und dann sehe ich das nicht die ganze Zeit. Natürlich in den Pausen und genau, dann, ja. Apropos Pause, was nennst du Pause? Machst du dann Stopp beim Schwimmen und krabbelst mit, also wackelst du mit den Beinen oder so? Denn du wirst ja alle halbe Stunde gefüttert. Genau. Von deinem Mann aus dem Beiboot. Das muss das natürlich im Wasser bleiben. Ich darf das Boot auch nicht berühren. Also ich habe ein Begleitboot und der wirft mir dann was in einer Flasche, also was zu trinken oder ein Stück Banane oder ein Stück Dosenpfirsich. Dosenpfirsich? Genau. Wirft er mir ins Wasser an der Leine, die er dann wieder reinziehen kann. Genau, und dann mache ich halt kurze Pause im Wasser und kippt mir das hinter. Dann bist genau. Idealerweise dreht man sich auf den Rücken und macht ein bisschen Beinschläge und so, dass man, also da war das jetzt nicht so problematisch, weil ich ja da sozusagen eh den Schub in die Richtung hatte, so. Aber zum Beispiel im Ärmelkanal, wo dann so andere Strömungsverhältnisse sind, wird man halt sehr schnell wieder abgetrieben. Also wenn man dann irgendwie eine Minute Pause macht, ist man vielleicht 100 Meter wieder zurückgetrieben und muss sich das alles wieder erschwimmen. Nee. Und auf die Dauer macht das natürlich schon ganz schön was aus. Und deswegen sollen die Pausen möglichst kurz sein. Und am besten... Ja, wie lang sind die? Naja, vielleicht wirklich nur eine halbe Minute oder so. Und meistens nutze ich die dann noch, obwohl wir ja kochen, für eine kleine Pipi-Pause im Wasser. Wie ist da? Oh, da habe ich auch was gehört. Pipi machen im Wasser ist nicht leicht. Nee, weil das Wasser ist ja meistens auch ein bisschen kühler. Und da sagt die Blase, oh, ich will nicht. Sie muss aber, ja, weil man muss sie natürlich auch du wieder entleeren. Du musst auf Deutsch gesagt in die Hose machen. Ja, naja, das... macht jedes Kind im Schwimmbecken. Also nee, aber das geht ja nicht Natur. So, ne? Nee, klar, das wird ja gleich weggeschwimmt. Ne? Nee, ich meine, das ist ja nicht weiter schlimm. Aber das ist schwierig. Ja, also die Könner können das auch beim Schwimmen, aber ich kann das irgendwie nicht. Wenn ich, dann müsste ich den Beinschlag aussetzen. Ach so, du dann, kannst nicht, während du schwimmst. Ja, manchmal kann ich das auch, aber nicht so gut. Meistens mache ich das dann in den Verpflegungspausen. So. Genau, oben rein, unten raus. Aber nichts mit, hier, du kannst die mal halbieren und jetzt zeigst du mal unseren Zuschauern, wie man... Ja, also so. Zuschauern, wie man ja, das also so. Genau in der Hälfte durch. Ja, und dann ist das das Bittere, ne? Ja, den ganzen Keil rausschneiden. Bis dahin? Hm. Bis zu dem Herz? Hm. Richtig. So. Weg damit. So, das ist schon mal einer. Ja. Der nächste bitte. Also alle, ja? Ja. Ja, und der nächste bitte. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen? Ich meine,
Das ist doch ein mordsmäßiges Kraftanstrengung. Ja, also ich trainierst doch auch zigmal in der Woche. Ja, also ich bin ja nur Hobbyschwimmerin, ne? Also ich mache das nicht professionell. Ich bin auch nicht besonders schnell. Was heißt professionell? Sind das Leute, die Geld damit verdienen? Naja, es gibt ja welche, die auf Weltniveau oder Europaniveau schwimmen. Also es gibt es ja auch mittlerweile als olympische Disziplin Langstreckenschwimmen. Da haben wir ja mit Florian Wellbrock einen sehr guten Vertreter. Wieso, was bist du denn? Ich bin ja absolute Laien, also absolute Hobbyschwimmerin. Ich mache das in meiner Freizeit. Ich bin also halb so schnell wie die Profis, ja. Und genau. Aber ich bin immer gern geschwommen, schon als Kind. Also ich habe das schon im Kindergarten gelernt, schwimmen. Und habe das dann auch mal eine Zeit lang im Verein gemacht als Kind. So Leistungsschwimmen, aber da hatte ich auch nicht so den Ehrgeiz. Also das war im Becken halt, ne? So klassisches Beckenschwimmen. Ja. Schneller, schneller, schneller mit Trillerpfeife. Und dann habe ich eine Zeit lang nur so für mich ein bisschen freizeitmäßig geschwommen. Und dann, als ich dann im Studium war, im Studienabschluss, da meinte dann eine Freundin, habe ich in Berlin studiert, du, da gibt es so ein Schwimmen, was waren das? 2,5 Kilometer, 2,6 oder so über den Müggelsee, der größte Berliner See. Ja. Und da könnten wir doch schwimmen. Und da, uns war das so ein Bedürfnis, wir zeigen mal, dass wir was können, dass wir was durchhalten können. Und 2,6 Kilometer fanden wir irre weit. War ich noch nie am Stück geschwommen. Und das haben wir dann gemacht. Das habt ihr geschafft. Das haben wir geschafft. Haben wir noch unsere ganzen Freunde und Verwandten eingeladen zum Zugucken im Ziel. Genau, und dann war so ein bisschen, dann habe ich im nächsten Jahr das wieder gemacht und dann habe ich angefangen, so ein bisschen zu gucken, was gibt es denn da noch so für Veranstaltungen. Und so ist das dann gekommen, dass ich dann auch meinen Mann kennengelernt habe übers Schwimmen, bei einer Schwimmveranstaltung. Ja, und dann sind die Strecken immer länger geworden. Ihr Glück, denn der ist immer an ihrer Seite. Und gibt es denn viele Frauen, die das machen, was du machst, in dem Ausmaß? Ich meine, von dem. Nee. Also jetzt in Deutschland... Wir machen da eben Butter in die Pfanne. Ja, sag mal, gibt es noch... Gibt es... Ups, Messer. Gibt es... Kann mich kaum hier konzentrieren auf unser Kochen. Weil ich finde die Fragen viel spannender. Gibt es noch andere Frauen? Ja, klar gibt es Frauen. Aber ich gucke manchmal so ein bisschen... Ich habe den Eindruck, es ist so ein Drittel Frauenverhältnis. Ein Drittel, zwei Drittel Männer. So beim Langstrecken-Freiwasserschwimmen, was ich so mache. Genau, und in Deutschland gibt es nicht mehr so viele, die Warum? Das so diese Distanzen schwimmen. Na, weil es schon sehr zeitaufwendig ist, also vom Trainingsumfang. Und wenn man dann bestimmte lange Strecken schwimmen will, so was ich jetzt gemacht habe, New York oder den Ärmelkanal, dann ist das natürlich auch sehr kostenintensiv. Weil man das Begleitboot bezahlen muss, die Mitgliedschaft, man muss... Sich da also das ist richtig auch teuer, ne? Ist auch teuer. Man muss auch unter Umständen sich lange im Vorfeld anmelden für so ein Schwimmen. Und da habe ich gehört, da muss man mal... Martin, ich stehe mit einem Fuß in der Wasserschüssel deines sehr lieblichen Hundes. Von einer interessanten Größe ist der Hund. Und jedes Mal, wenn ich mich bewege... Nee, das schreit nur daran. Und, kommst du da dran an die Schüssel? Ja. Soll ich die rausnehmen? Ja. Da ist aber nichts drin. Sina, alles in Ordnung. So, du musst jetzt gleich den Chicory da reinlegen. Ne? Okay. Also, das ist auch noch teuer obendrein und ich meine, das... Genau, und man muss halt unter Umständen das sehr lange im Vorfeld, also zum Beispiel den Ärmelkanal, das ist so halt so der, wird gern gesagt, so der Mount Everest, der Langstreckenschwimmer. Also, das ist so eine halt legendäre Strecke, ne? Also, was auch... Bisher, ich glaube, ich habe mir letztes Jahr nach meinem Schwimmen dann so macht dann eine Statistik und der schrieb mir, ich bin irgendwie die 2452. oder sowas. Was? Mensch, der das jemals durchgeschwommen ist, ja. Also in der ganzen Zeit, seitdem es das gibt, seit 1879. Du bist ja einmal gescheitert, ne? Ja, genau. Und aber beim zweiten Mal hast du es geschafft. Ja, genau. Hast du da auch mal einen Moment von Angst?
Ich meine, wenn ich mir vorstelle, was im Wasser unter mir ist, allein die Quallen, ja. Und was dann noch so, die mich so anstupsen, so Tiere, so, wo ich nicht, oder so an der Lang. Das stupst dich aber nichts an. Nein? Nee. Bist also du mich ganz hat, sicher? Also dort hat mich noch nichts angestupst. Das einzige Mal, wo ich mich erschrocken habe, Ärmelkanal, das war halt, ich bin nachts gestartet, also noch im Dunkeln, dann bin ich über irgendwas Pelziges rübergeschwommen. Oh, danke, ich denke, das reicht. Und was hätte es sein können? Das war nur das Tau vom Begleitboot. Der hatte hinten noch so ein Ruderboot dran. Das darfst du nicht machen. Du musst die Geschichte nicht so auflösen. Der ganz, so, du musst jetzt einfach nur bei dem Wort Pelziger aufhören. Ja. Und dann musst du einfach so gucken und sagen, nein, also was ich natürlich nie herausgefunden, was es ist. Was ich auch nicht so toll finde, sind die Quallen, Feuerquallen. Das tut schon weh, das ist unangenehm. Aber das Salzwasser und das kalte Wasser kühlt auch wieder. Ja. So. So, wie mache ich die jetzt? Einfach so rein? Die würde ich mal mit der Schnittfläche erst so reinlegen. Aha. So. Okay. Und warte mal, wir machen es mal ein bisschen. Ich muss ja mal so über dich drüber klettern. Ich bin hier keine Sportlerin, aber über dich drüber klettern kann ich noch. Und dann müssen wir die mal so gefällig, so gut es geht, einigermaßen. Also die müssen nicht rundum gebacken werden, oder? Ja, schon. Aber wir drehen sie ja dann. Mhm. Hier, du kannst. Ja. Wir drehen sie. Und ich hoffe, dass dass das genug sind. Wenn nicht, da sind ja noch zwei, ne? Ja. Und sonst, wenn es uns das auseinanderfällt, weißt du, bringen wir uns nicht um, stürzen wir uns nicht ins Wasser, sondern dann vermischen wir das einfach. Obwohl du ja hier gleich Wasser hinterm Haus hast, ne? Schon allein da möchte ich nicht rein. Warst du da schon mal drin? Nein! Also ich war schon in den Kanälen hier. Sind da nicht Biber oder sowas? Boah, hab noch keine getroffen. Also ach, das ist jetzt auch nicht so mein Lieblingsgewässer. Ratten? Ratten, doch, ja, okay. Sind doch Ratten drin, ne? Ja, habe ich auch noch nicht getroffen. Auch nicht? Nee. Ich glaube, mir würden die alle begegnen. So, das machen wir jetzt so ein bisschen. Ich mache mal eben die Flamme so ein bisschen. So. Mal sehen, ob das so hinhaut. So. Okay. Und womit soll ich sie wenden? Damit? Oder ja, damit wendest du sie. Und weißt du was, ich werde sogar erstaunlicherweise noch ein bisschen mehr Butter rein. Hier, mach noch mal ein bisschen Klapper Butter rein. Ich glaube, die brauchen sehr viel Butter. Man riecht den Klapper. Ja, so rechts und links und überall rein. Ich glaube, die brauchen ganz schön. Was ist denn, wenn du dieses, du schluckst doch bestimmt Salzwasser, ne? Ja. Wird dir dann nicht übel? Ja. Unter Umständen wird mir auch übel, ja. Spuckst du dann? Ja, ich habe mich auch schon übergeben im Wasser. Schwimmt das dann hinter dir her? Ja, das ist dann. Ah, das kenne ich aus dem Meer. Das Erstaunliche ist, man kann auch unter Wasser sich übergeben, ja. Das ist dann, gibt dann nochmal so eine Fontäne. Nein. Ja. Kann man sich überhaupt im Wasser übergeben? Kann man, ja, klar. Ich meine. Da ist halt dann so ein Druck da, das kommt schon raus, ja. Aber das schwimmt hinter dir hin, ne? Naja, ich schwimme ja weiter, das ist dann weg. Das Meer ist ja groß. Das ist diese Strecke, wo du dann immer so ganz hektisch schnell bist, ne? Nein. Ja. So, jetzt machen wir mal, Martin, ich komme jetzt mal rüber hier. Vorsicht, das Messer. Messer. Ach, jetzt wird karamellisiert. Na ja, wir fangen schon mal so ein bisschen damit an, ne? Okay. Das ist jetzt brauner Zucker. Ja. Warum nimmst du braunen und nicht weißen? Erstens liebe ich braunen Zucker. Und er hat ein bisschen, so ein brauner Zucker hat ein bisschen karamelligen Geschmack. Mhm. Und das kommt eigentlich hier besser als ein schlichter Weißer. Es gibt ja auch diesen Kokosblütenzucker, ne? Ja. Den nehme ich immer in Kaffee, mache ich ganz gern. So. Ehrlich? Ja. Habe ich noch nie genommen. Also, wenn ich mir so ein Cappuccino mache oder sowas. Schön. Ja. Hier, jetzt kannst du anfangen zu drehen. Ja. Und wenn zu wenig Butter ist, mach ruhig noch hemmungslos rein. Und wenn du noch eine begleitende Gabel brauchst oder so, hier. Ja? Genau. Also. Wenn du jetzt, sagen wir mal,
mal sagen wir mal, ein halbes Jahr nicht schwimmst. Ja, das ist noch nicht vorgekommen. Also da hast du gar keine Erfahrung, ne? Nee. Weil es gibt ja so Sportarten, wo man dann, wenn man aufhört, Martin, könntest du mal den Ofen auf 180 einstellen, bitte? Ja. Und also das Längste war vielleicht krankheitsbedingt mal 2 Wochen oder so, ja. So, wenn ich irgendwie stark erkältet war oder... Und musst du ganz, ja, ganz regelmäßig trainieren, um im quasi, ja, im Flow zu bleiben? Ja, das ist natürlich im Sommer mehr und im Winter ein bisschen weniger. Also im Sommer schwimme ich natürlich auch gern draußen, beziehungsweise in unserem Vereinsfreibad, was dann erst am 1. Mai öffnet. Wo ist das denn? Also in Hamburg? SV Poseidon in Stellingen. Okay. Im Olloweg. Da schwimme ich. Und im Winter haben wir einfach nicht so viel Zeiten im Wasser. Aber wie viel ist das Mindeste, was du trainieren hast? Wo du nicht ein schlechtes Gewissen kriegst und ja. Also jetzt im Winter schwimme ich eher nur so 2-3 Mal die Woche. Wie weit? Wie viel? Jeweils so 1 bis 1,5 Stunden. Salz mache ich und hier rein. Ich gehe aber auch noch, also im Winter, wir gehen auch draußen in See im Winter. Machen wir seit ein paar Jahren so Winterschwimmen. Das ist natürlich witterungsangepasst dann jetzt auch nur ein paar Minuten, wenn es sehr kalt ist, das Wasser. Ist das wie dieses Anschwimmen? Ja, aber so Anschwimmen ist ja meistens nur einmal reinrennen und wieder rausrennen. Und wieder raus, ne? Und wir versuchen schon Schwimmbewegungen zu machen. Aber nur ein paar Minuten? Ja, also wir waren heute früh. Oh! Und da hatte der Stadtparksee, ich schätze mal so 6-7 Grad. Also es ist schon noch frisch. Wie viel kann der Körper vertragen, wenn du da jetzt reinfällst und niemand rettet dich? Naja, kommt drauf an, wie lange du drin bleibst. Ne? Naja, wie lange kannst du da drin bleiben? Naja, es gibt ja auch Winterschwimmmeisterschaften, Eisschwimmen, und die schwimmen durchaus bis 1000 Meter. Ne? Also die schaffen dann 15, 20, 25 Minuten zu schwimmen bei vielleicht auch nur 1 Grad Wassertemperatur. Aber die sind trainiert. Ja, ja. So, und die sind gerade nicht in Panik und die machen das freiwillig. Das ist natürlich ein Unterschied. Als ob das nicht anbrennt. Ja. Hast du, aber du, ja klar. Ja, ich glaube, jetzt fällt das doch alles ein bisschen durch im Auseinander. Das macht nichts, ne? Machen wir uns jetzt keinen Kopf, ja, mehr. Meine Fantasie sagte mir, dass ich das so zu einem Stück haben wollte, aber habe ich nicht. Nee. Wir machen das jetzt einfach so. Dann hättest du den bitteren Kern drin lassen müssen, ne? Nee, und das geht gar nicht. Ja. Nee, wir machen das so. Und ich werde mal, ja, eben ganz frech kurz mal ein Stück probieren. Nee, nicht hier alles zerstören. Mal ein Stück probieren, wie süß. Oh, da muss noch ein bisschen Zucker ran. Von hier auch noch. Hm? Ja, auch ein. Tatsächlich muss noch mehr Zucker rein. Danke. Ja? Soll ich ein bisschen Zucker drauf machen? Weißt du, dieser, was machst du? Dieser braune, der süßt nicht doll. Ah, okay, muss ein bisschen mehr. Und wir wollen ja nicht eine Süßspeise machen, ne? Aber trotzdem muss noch ein bisschen drauf. Aber es würde doch auch mit Honig gehen, oder? Das würde sehr gut mit Honig gehen oder mit Agavendicksaft oder irgendwas, ne? Aber ich mache es nur mal so. So, jetzt werde ich mal kurz was Abenteuerliches machen. Oh, das ist eine Kardamom Mischung. So ein bisschen arabisch alles, was ich hier drin habe. Alle arabischen Gewürze. Das ist jetzt aber meine Fantasie, dass das mal so ein bisschen, glaube ich, ganz schön ist. Soll ich gleich weiterwenden? Ja. Und jetzt werden wir das auch gleich runternehmen. Ich stelle mal den Herd aus. So, es ist aus. Das war jetzt so Kardamom, Zimt. Okay. Oder solche Dinge, mit arabischen Gewürze. Das mag ich ja sehr gern, diese Küche. Ja, ne? Ja. So. Dann schiebst du die Pfanne einfach mal ein bisschen zur Seite. Das kommt ja eh noch in den Ofen, ne? Insofern. Ja, insofern. So. Jetzt musst du hier noch was mitmachen. Also, die Frau hat Muskeln.
durfte mal ihren Arm anfassen. Ich habe erst ungefragt ihr Bein angefasst und habe sie dann gefragt, ob sie beleidigt ist. Kannst du mal da so Löcher reinpieken? Und da hat sie gesagt, nein, ist sie nicht. Aber ich war ein bisschen frech. Weil das macht man eigentlich nicht, jemanden so in die Oberschenkel pieken. So, ja, das ist gut. Und jetzt streust du ein bisschen Semmelbrösel. Semmelbrösel, mach ruhig mit den Fingerspitzen. Da, ihr wisst ja, das mach ich, die mache ich immer selber. Ich betone es jedes Mal wieder erneut, dass ich die selber mache. Auch von dunklem Brot oder nur hellem Brot? Du, ich nehme alles, was ich habe. Ich habe jetzt gerade ein Kontingent an. Ich hatte übrigens gerade Geburtstag, ne? Und da blieben ein paar Croissants und so über. Freunde, ich bin jetzt 85, ihr müsst jetzt alle sie zu mir sagen. Ist das klar? alles tue ich da rein. Soll ich das alles reinmachen? Nee. Reicht. Das reicht. So, und jetzt machst du nach deinem Gutdünken. Ja. Nach deinem Gutdünken frachtest du jetzt diese. Achso, Martin, könnten wir ein Holzbrett haben, bitte? Ein rundes. Ja. Eigentlich dachte ich, du kommst hierher und darfst irgendwas erzählen. Und jetzt kriegst du hier die gesamte Kochaufgabe. Das ist Multitasking, ne? Naja, sich hier hinsetzen und nur erzählen, das gilt nicht. So. Frauen können Multitasking. Kannst du die Futtermühle aus dem Weg nehmen, bitte? Ja, das kann ich. Die steht im Wege. Ja. Steht das andere auch im Weg? Das lad die Gläser auch. Warte, damit wir das besser draufkriegen. Soll ich einfach bunt drauf machen? Oder? Wir machen jetzt einfach alles bunt drauf. Nicht irgendwie. Ich hatte es ein bisschen anders geplant. Aber mach einfach, dass alles bedeckt ist. Ne? Das finde ich gut. Da kommt sowieso noch so eine Masse drüber. Ja. Ne? Also auf jeden Fall, ich durfte mal so an sie ran tupfen. Das ist ja alles ein bisschen beinhart, ne? Ach Quatsch. Aber du sagst ja selber, es ist ganz günstig, wenn man so ein bisschen rundlicher ist. Genau. Das ist besser, als wenn man jetzt so ein Hungerhaken ist. Ja. Und also die Rippen da so in die Ostsee stoßen. Oder irgend sowas. Was? Naja, Freiwasserschwimmen ist halt immer auch kalt. Meistens im kühleren Wasser. Und also Ärmelkanal muss man halt zum Beispiel so ein Qualifikationsschwimmen vorher machen, bei einer Wassertemperatur unter 16 Grad 6 Stunden schwimmen nonstop. Was ist das, eine Qualifikation? Ja, also nicht, dass man da anreist und nach 2 Stunden schon sagt, mir ist kalt und raus will, weil man ja in der Regel, also die meisten schwimmen da 10, 11, 12, 15, 16, 17 Stunden. So in der Bandbreite bewegt sich das. Es gibt natürlich auch ganz schnelle Schwimmer. Der Weltrekord liegt bei knapp 7 Stunden durch den Ärmelkanal. Was hast du gebraucht? 15 Stunden 32, also dann. Da sieht man, ich bin nicht. Ist also natürlich auch mal abhängig, wie die Wellen gerade sind, der Wind steht. Das ist natürlich nicht so immer gleichbleibend wie jetzt im Becken, ne? Wo immer gleiche Bedingungen sind, sondern die Strömungen sind auch mal anders. Aber ich bin ja, wie gesagt, noch nicht die schnellste Schwimmerin. Und bin jetzt auch nicht auf Karacho da durch, sondern also geht das jetzt auf Tempo oder auf Durchhaltevermögen? Was du möchtest, ne? Also du sagst, ich will hier so schnell wie möglich durch. Und die da zum Beispiel, also der Christoph Wandratsch, ein deutscher Schwimmer, der wollte da auch mal, hat auch mal kurze Zeit den Weltrekord da gehabt. Der guckt, denke ich mal, der guckt dann, wann ist der beste Tag, dass ich schwimmen kann. Ne? So, dann, wann sind die Bedingungen super, dass ich da auch einen Rekord schwimmen kann. Während viele andere haben halt nur so ein Zeitfenster. Also man muss halt sich anmelden bei einem Piloten, also bei einem Bootsführer. Da gibt es so ein Dutzend in Dover und Umgebung. Soll das mit drauf hier? Warte der mal, Sud, oder? Werden wir jetzt gleich mal. Martin, da brauche ich bitte noch einen Suppenlöffel. Der arme Martin, der kommt heute gar nicht zur Sprache und zur Geltung. Zur Sprache und zur Geltung. Danke. Ich würde mal sagen. Ganz gut, oder? Weißt du, ich würde sagen, dann machen wir was drüber, ne? Ja, ein bisschen so. So. Also red mal weiter, das ist ja genau, nicht so spannend. Genau, ich war bei den Bootsführern, genau, die vergeben halt Zeitfenster für den Start, weil das ist ja weltweit begehrt. Also da kommen Schwimmer aus der ganzen Welt, wie gesagt, Mount Everest des Freiwassers. Und man muss sich oft so
Jahre, unter Umständen 3 Jahre im Voraus anmelden für das. Und dann bekommt man so ungefähr eine Woche Zeitfenster und in der Woche vergibt er 4 Startplätze. Slot 1, 2, 3, 4. Und wenn am ersten Tag dieses Zeitfensters guckt er, ob die Wetterbedingungen, Wind, ob es eine Gewitterwarnung gibt oder so, ob er da schon mal einen Start anbieten kann. Ja. Und dann, dann kann der erste Schwimmer starten. Vielleicht kann der aber auch erst am 3., 4. Tag der Woche der erste Schwimmer schwimmen. Und dann haben halt Schwimmer 3 und 4 relativ geringe Chancen, das noch zu schaffen in der Woche. Insofern ist man einfach darauf angewiesen, dass das so, ja, dass man irgendwie der Wettergott einem auch hold ist. Ja, und wenn der nicht hold ist, musst du trotzdem durch. Ja, das kann halt sein, dass man nach einer auch wieder unverrichtete Dinge abreißt, ja. Oh Mann, das ist aber enttäuschend, ne? Ja, also vor allem, wenn man von sehr weit angereist ist. Ja, manchmal, ne? Versuchen die dann noch irgendwas möglich zu machen oder haben in der nächsten Woche vielleicht noch ist eine ganz tolle Woche und wenn man halt nicht gleich den Rückflugticket gebucht hat, dann kann man halt noch vor Ort bleiben und dann oder man kommt nochmal später wieder und versucht es dann nochmal. Sag mal, kennt man sich so untereinander oder ist da auch doch viel Eifersüchtelei? Ja. Und dann nach dem Motto, aus dem Weg, die nächste Welle ist meine. Naja, bei diesen Veranstaltungen, da bist du ja eh alleine unterwegs. Man unterstützt sich schon oder trifft sich ja auch in Trainingscamps und bei anderen Freiwasserveranstaltungen. Oder ich hatte auch ich habe darüber auch schon gute Freundinnen kennengelernt, ja auch meinen Mann darüber. Stimmt. Und letzten Sommer bin ich zum Beispiel auch noch, es gibt hier im Norden auch so ein ganz schönes Schwimmen durch die Wakenitz. Wo bitte ist das denn? Vom Ratzeburger See, wo der endet, geht es so ein Fluss, ehemaliger Grenzfluss zwischen der DDR und Schleswig-Holstein, also Bundesrepublik. Ja. Und der fließt nach Lübeck rein, so knapp ungefähr 13 Kilometer. Ja. Und das endet dann an so einer schönen alten Flussbadeanstalt am Wakenitzufer. Und das kann man alleine schwimmen, da sind das so, glaube ich, 13,4 Kilometer oder so. Und, oder als Staffel, zu zweit oder zu viert. Und jeder Schwimmer wird von einem Kanu begleitet, von einem eigenen Boot. Ein Kanu, ha? Und letztes Jahr, weil mir da meine Begleitpaddlerin kurzfristig ausgefallen ist, ist dann eine gute Schwimmfreundin eingesprungen und hat dann für mich gepaddelt. Also die ist dann nicht gestartet in dem Jahr und hatte Zeit und hatte Lust, mich im Kanu zu begleiten. Ja. Mein Mann ist selbst in der Staffel geschwommen, der konnte auch nicht mich begleiten. Es hört sich ja noch milder an, was du da jetzt gerade erzählst, ne, Martin? Also diese anderen Sachen, die du da in Manhattan rumschwimmen oder so. Ich meine, was du da jetzt gerade erzählst, kann ich aber fast für mich schon vorstellen. Ja. Das ist ja nicht ständig Olympia, ne? Nein, es gibt ja ganz viele Veranstaltungen, auch in Deutschland, die sich zwischen 1,5 Kilometer bis 3 bewegen oder. Was ist jetzt diese Geschichte mit der Müritz? Ja. Das muss doch was ganz Besonderes sein. Ja. Genau. Wann hat das denn stattgefunden? Das war 2017, da bin ich durch die Müritz geschwommen als erster Mensch auf der kompletten Länge. Also die Müritz ist ja... Moment, du bist über die Müritz... Mhm. Warst du schon mal in der Müritz? Nein, doch, aber ich habe das nicht so mit den Augen angeguckt wie du. Ja, die längste Strecke ist also von Buchholz, das ist dann noch fast so flussartig und dann kommt erst die breite Müritz irgendwann so, ich glaube nach 7 Kilometern. Ungefähr. Und dann ist wirklich die breite Müritz und dann geht es nochmal in die Binnenmüritz, die ja auch schon fast 2 Kilometer lang ist oder so. Oder breit. Genau, und das sind auf der ganzen Länge sind das so knapp 32 Kilometer. Oder 30. Und wenn du da so ein bisschen schwächelst, möchtest du da nicht mal kurz das Ufer berühren? Ja, da habe ich auch geschwächelt, weil es zwischendurch ganz schön wellig wurde. Wo kommen denn da die Wellen her? Die entstehen einfach auf der Müritz, ja. Also, aber das ist doch keine Tide oder irgendwas? Nee, das nicht. Aber da wird ja auch ordentlich gesegelt. Und an dem Tag sind keine Segelboote raus, weil denen das zu windig war. Aber wir sind geschwommen. Ach, sie ist ja... Ach so. Aber ich habe mich durchgebissen. Ich wollte das schaffen. Genau, und die Idee war halt, ich kannte das vom Müritz-Schwimmen. Das ist auch ein sehr etabliertes Schwimmen, was es jetzt schon seit... Ich glaube, 51 Jahren gibt es, wenn ich mich recht nicht täusche. Also wird das jedes im Sommer durchgeführt. Durch die Binnenmüritz, 1,8 Kilometer. Richtiges Volksschwimmen. Da schwimmt vom Kind bis zum... Gibt es auch welche, die über 80 sind, die da durchschwimmen? Echt? Ja. Oder die da schon seit Jahren dabei sind. Aber das sind Trainierte, ne? Also ja. Ich würde sofort... Genau. Und ich wusste, dass sie da auch schon Staffeln begleitet haben.
Also so von der glaube, Rettungsschwimmerstaffeln, Jugendliche. Und dann, da ich den Veranstalter kannte, habe ich die gefragt, kann ich das nicht, würdet ihr mich begleiten, wenn ich da ganz durchschwimme? Und dann meinte ich, ja, willst du denn die ganze Müritz oder willst du so ein Teilstück? Und dann habe ich gesagt, wenn schon, denn schon die ganze. Das ist jetzt ein Eigelb und das ist ein, nee, erzähl du mal weiter. Und das ist ein Eigelb und ein bisschen Wasser. Ich mache jetzt, ich wollte diesen Rand nur sagen, dass ich diesen Rand bepinsele aus optischen Gründen. Ne? Ob du das machst oder nicht machst, ist egal. Nur dadurch wird dieser Teig, dieser Blätterteig, den wir übrigens ja gekauft haben, den habe ich nicht selber gemacht. Ne? Muss ich jetzt nochmal für meine Kundschaft sozusagen sagen. Der wird schön braun dadurch, durch dieses Eigelb. Ne? Martin, du kannst gleich mal bitte in einem Mixer etwas herstellen. Und zwar freundlicherweise, so, das haben wir jetzt eingepinselt einfach nur. Ne? Würdest du freundlicherweise 2 Eier und diese Schlagsahne und jetzt kommt's. Muss alles gemixt werden? Von diesem, ja, das wird dann laut da drin. Da nehmen wir mal, das muss ich mal so schätzen, ne? Mal so viel Roquefort. Die willst du sozusagen einmal zusammengequirlt haben? Ja. Das hätte ich so gerne mal mit dem Quirl. Ich habe das alles schon da drüben hingelegt. So. Guck mal, das reichen wir Martin mal so rüber. Das ist aber. Und dann kriegt er noch die Sahne dazu. Und das wird er uns verquirlen. Pass auf, dass sie das nicht runterrollt. Ja. So. Und jetzt wird er laut. Mach weiter, ich sage nicht laut. Ja. Muss nicht die ganze Sahne nehmen, ne? Nur, dass das schön geschmeidig ist. So reicht schon. So, jetzt, warte mal, hier mal ein bisschen sehr viel Feuchtigkeit von dem Ei bestreichen. Soll ich was rübergießen? Ja, jetzt musst du das mit Augenmaß, das ist eine Mutprobe, wie die Müritz, ne? Fang mal an außen zu, dass das genug ist, um das Ganze zu bedecken. Das kann ich noch so ein bisschen hin und her schubsen, dass es sich verteilt. Ja, sehr gut machst du das, Alex. Man merkt aber, dass du kochen kannst. Ja, da wäre manch einer schon gut überfordert. Ja, ich habe mich ja auch sehr amüsiert, als du hier Carlo von Tiedemann zu Gast hattest. Ja, es kommt mal so der eine oder andere, wo wirklich der gar nicht kann, aber irgendwie, ja, sie können alle was. So, so schön. Dein Speck hast du hier noch unter Kontrolle. So, Martin, jetzt tun wir dieses bitte in den Ofen. Ne? Der Speck kommt ja nachher. Und den Speck tun wir auch in den Ofen. Der Speck kommt zum Schluss, wird ja drüber gelegt. Das ist also keines. So, hast du jetzt auf 180? Ja. Läuft die Kamera wieder? Ja. Also, Martin, tu das jetzt auf 180 rein. Und den Bacon auch. Und wir unterhalten uns so lange hier weiter. Und wenn du jetzt aufhören würdest zu schwimmen oder du kriegst, was weiß ich, irgendwas, Salzwasserallergie oder so. Ach so, was ist übrigens mit deiner Haut los? Du sitzt doch immer in so einer Salzwasserbadewanne. Was ist denn, das würde mich, das, ich meine, ich brauche ja nur in eine richtige Badewanne gehen und bin schon krümelig. Ja, also ich, erstmal schmiere ich mich natürlich ordentlich mit Sonnencreme ein, also wenn das so ein sonniger Tag ist, weil das brezelt ja schon ganz schön von oben, also da ist schon Lichtschutzfaktor 50 angesagt. Und dann nehme ich immer noch so Vaseline am Hals und hier an den Trägern und dann Armen, an den Beinen, also überall, wo es scheuern könnte, nehme ich Vaseline.
Weil wenn man die ganze Zeit schwimmt, dann reibt das irgendwann. Und Salzwasser, das ist dann echt nachher rohes Fleisch, wenn man das vielleicht nicht macht. Und, aber beim Ärmelkanal bin ich zum Beispiel super durchgekommen. Also hatte keine Scheuerstelle. Es war echt grandios. Hattest du schon mal Scheuerstellen? Ja, also dann hier hinten oft bei am Haaransatz auch oder hier an den Ärmeln so. Ja. Bist du eigentlich, wenn du, ganz doofe Frage, aber mich interessiert's, bist du super salzig, wenn du dann aus dem Wasser steigst oder wankst? Ja, also die Hände. Wankst du raus oder steigst du raus? Also mal bei diesen Freiwasserschichten, so wie Ärmelkanal oder so, muss man auch also das Ufer eigenständig betreten, aus dem Wasser raus sein. Also man startet außerhalb des Wassers und man endet außerhalb des Wassers. Und wenn man dann noch im Wasser steht, gilt das nicht als als erfolgreich abgeschlossen. Du meinst, dann wäre das alles umsonst? Genau, also da habe ich jetzt gerade gelernt, eine Schwimmerin hat das wohl letztes Jahr im Ärmelkanal irgendwie nicht geschafft oder weiß ich nicht, aus welchen Gründen war sie nicht ganz draußen und das galt dann nicht als vollendet. Oder ist ja gemein. Ja, also man muss wirklich auch eigenständig rausgehen und wenn dann kannst du aber platschen. Genau, genau, dann kannst du dich hinlegen oder am Eisen gehst du wieder ins Wasser und schwimmst zum Boot zurück. Was machst du? Na, du schwimmst wieder zum Begleitboot zurück. Also es sei denn, das ist das Ziel dort. Aber im Ärmelkanal komme ich ja in Frankreich an und ich will aber wieder nach England zurück. Also ich musste dann wieder aufs Boot rauf. Moment, du bist da, hast kurz die Küste betreten. Ja. Da war ein Heerschar von Kameraleuten. Nein, überhaupt, da war überhaupt kein Mensch. Das ist ja auch so. Dass, und ich stelle mir das alles so anders vor. Nee. Ich stelle mir das vor, du kommst da angeschwommen mit deinem immer nach rechts gucken. Nein, ne? Das ist ja da. Guck mal, komm, wie ich schwimme, ne? Merkst du, wie ich schwimme? Wie du so nach rechts guckst und dann guckst du einmal geradeaus. Oh, die ganzen Kameraleute. Ja. Zwischendurch winkst du dann. Da ist kein Kameramann, also nicht bei mir. Also vielleicht, nee. Du latschst da einmal kurz mit deinen Füßen auf den Sandboden oder Felsen oder was immer da ist. Je nachdem, was da ist, ja. Das kann auch sehr unterschiedlich sein im Ärmelkanal. Und dann sagst du, Yippie? Genau, dann reißt du einmal die Arme hoch und dann geben die vom Board nochmal die Hupe, erfolgreich abgeschlossen. Genau, und dann gehst du, da ist so ein Begleitboot, also der hat so ein kleines aufblasbares Motorboot. Der hat mich dann begleitet sozusagen, weil das Boot nicht so dicht dranfahren kann, wenn das so flach wird. Und dann das ist immer dann die Hürde, da in dieses Boot noch wieder reinzukommen. Da gibt es ja auch keine Leiter. Das sieht dann eher nicht plumps so. Und Plitsch und Plump. Genau, eher plumps und nicht so schön aus. Genau, und dann fährt er mich zurück zum anderen Boot und dann gehe ich da über die Leiter an Bord. Und dann versuche ich mich, dann gibt er natürlich mehr Gas. Dann fährt er aber auch nochmal 3 Stunden zurück nach Dover. Das ist das Erste, was du da oben machst. Spucken, richtig aufs Klo gehen, deutsch gesagt. Nee, aufs Klo muss ich gar nicht. Also ich versuche mich natürlich schnell möglich, mir was anzuziehen, weil es dann auch frisch wird, wenn man sich nicht mehr bewegt oder so. Ne? Das war ja dann auch schon abends. Und da kühlt man doch sofort. Ja. Und, aber ich habe mir auch ziemlich schnell einen Eimer reichen lassen, weil ich nämlich seekrank werde. Also ich werde an so einem Board immer seekrank. Am Wasser geht's noch, aber... Das glaube ich jetzt nicht. Ich habe da nur über dem Eimer gehangen, ja. Das glaube ich jetzt nicht. Den wir dann zwischendurch mal über Bord geworfen. Aber du gehst doch da über Wellen und... Du schwimmst doch da über Wellen und von rechts und links kriegst du da die Wellen Aber da schwimme ich ja nicht in so einem riesen Tempo, wie der nachher zurückfährt. Da wirst du seekrank. Ja. Und dann reiche mir bitte einen Eimer. Ja. Das glaube ich nicht. Ja. Also wir haben das ja, den Ärmelkanal auch schon mal als Staffel gemacht, als Fünferstaffel 2010. Und da war ich die 4. Schwimmerin. Also wir haben unsere Reihenfolge, da muss man immer 1 Stunde schwimmen und dann ist der nächste dran. Ne? Das war eine Staffel. Und ich war halt erst 3 Stunden an Bord, bis ich dran war. Und das hat schon gereicht, dass ich seekrank war und mir war so übel. Und das war für mich ein ganz schlimmer Tag, weil die Vorstellung... Wir sind jetzt hier 15, 16 Stunden auf diesem Boot und mir ist so kotzübel. Und ich muss das, ich komme nicht weg, ne? War das nicht dein Mann, der seekrank wurde? Nee, der ist seefest. Der ist Ostfriese. Also ihr macht nicht im Doppelpack so einen Doppeleimer? Nee, aber wir hatten einen anderen Schwimmer in unserer Mannschaft, der war auch seekrank. Aber das Schöne war ja, also du machst das ja als Team, ja? Und du willst auch, dass dein Team da erfolgreich durchkommt. Also wenn du es irgendwie schaffst, das bei dir zu bleiben. Ich bin dann einfach ins Wasser und bin geschwommen und das wurde dann halt im Laufe des Tages auch besser. Freunde, Sie müsst euch das mal richtig vorstellen. Sie ist an Bord, hat diesen Eimer hier, wahrscheinlich mit so einem klirrenden Henkel, der immer klirr, klirr macht. Der war so ein Gummieimer.
du musst jetzt meine Geschichte nicht verderben. Ich stelle mir da so einen Blecheimer vor, der dann immer so klirr, klirr macht, wenn die nächste Welle kommt, aus dir heraus die Welle. Und dann geht die ins Wasser, wo solche Wellen sind. Nein, war nicht so. Und sagt, Gang. Jetzt ist mir, Liebling, Darling, I feel very well now. Nein, wir hatten ist ja unglaublich. Nein, ich bin einfach sehr, sehr empfindlich, ne? Wo andere, wenn man dazu neigt, seekrank zu werden, dann wird man es einfach, ne? Also ja, unglaublich. Da wäre ich jetzt nie im Leben drauf. Also man kann natürlich da irgendwie vielleicht auch irgendwelche Tabletten schlucken. Ich habe da, glaube ich, nachher auch noch einen. Ich glaube, die spuckst du doch sowieso wieder aus. Ja, also zum einen und zum anderen muss man halt gucken, was man nimmt, dass man da nicht so müde wird, ne? Also weil ich will ja auch nicht einschlafen im Wasser. Und ist da, sowas schon mal passiert? Nee, nee. Aber ich habe schon zwischendurch mal die Augen zugemacht, mal immer so, immer wenn ich... Du hast zwischendurch mal die Augen zugemacht. Ja. Ist das, als dieses palzige, pelzige Ding an dir vorbeirutschte? Nee, das war, nee, da nicht. Das war eigentlich eine Federboa, wo dein Mann dich wieder mit aufweckte. Nee, bist du sicher, dass es nicht so war? Nee, das war das Tau. Du hast nur gedacht, es ist was Pelziges von unten. Ich dachte, es wäre irgendwie eine Seerobbe oder was, sowas, ja. Ja, genau. Oh Gott, was bin ich für ein Schisser. Ich könnte das nicht. Aber wir waren doch bei der Müritz. Ja, und wir kommen von einem Gewässer ins nächste, ne? Ja. Und die Müritz, du hast ja gesagt, steht da irgendwie ein Kamerateam oder so. Die Müritz hat tatsächlich, wurde ein bisschen mehr verfolgt, weil die Veranstalter, also die das da organisieren, die auch das Müritz-Schwimmen organisieren, da zwei Männer, Carsten und Benjamin, ich danke ihnen immer noch, dass sie mich da begleitet haben, das alles organisiert haben, die haben ein bisschen Pressearbeit gemacht im Vorfeld. Also da war ich vorher mal ein kleines Interview für ein NDR-Radio gegeben und die haben das dann über ihre Facebook-Gruppe Wir sind Müritzer gepostet. Und bin ich ja abends um 17:45 oder so angekommen und da war der ganze Steg in Waren an der Müritz. Das war dunkel, war voller Menschen und die stellvertretende Bürgermeisterin von Waren stand mit einem Blumenstrauß. Da habe ich noch nie erlebt, dass mich jemand wirklich mit einem Blumenstrauß begrüßt. Ja, das ist doch das war ganz was. Reizend, weil für die war das natürlich auch irgendwie so eine Sensation, dass jemand natürlich durch die Müritz... Wenn die jetzt loyalerweise noch einen Badeanzug angehabt hätte, das wäre eine Bademütze auf. Nee. Ne? Hast du eine Bademütze auf? Nein, Badekappe. Also was erlaubt ist, ist einfache Badebekleidung, also Badeanzug oder Badehose für Männer und eine Badekappe und eine Schwimmbrille. Nix Neopren oder sowas oder irgendwas, was... Und in etwas von innen vielleicht so ein bisschen gefütterter? Nee, ganz normaler Badeanzug. Und was jetzt nochmal, um diese Frage zu beenden, was ist nochmal mit dieser Salz auf der Haut? Ja. Musst du dich da nicht tagelang eincremen? Ja, also ich dusche natürlich ordentlich danach. Also vor allen Dingen hat man halt durch diese Vaseline, Sonnencreme, dann noch Salzwasser, hat man irgendwie so eine undefinierbare... Könnte man in die Pfanne hauen, ne? Genau, panieren so eine Kruste, und braten. Ne? Ja. Und dann dusche ich natürlich... ordentlich, wenn es die Möglichkeit gibt. Und meistens gibt es sie ja dann danach schön. Das ist auch, was mich dann im Wasser echt aufrecht hält, sozusagen. Die Freude auf die heiße Dusche danach. Da kann ich mich übrigens reindenken. Ja. Und dann, so eine heiße Dusche dann, und dann pflege ich mich und creme mich ein. Und ja. Aber also beim Ärmelkanal hatte ich tatsächlich danach also echt auch einen rauen Hals von dem Salzwasser. Also das schluckt man ja doch unfreiwillig immer mal einen Schluck. Was natürlich wahrscheinlich auch dann zu der Übelkeit zwischendurch mal beiträgt. Sicherheit. Genau, dann noch dieses Geschaukel und ja. Also das geht eigentlich, ja. Also die Hände sehen natürlich dann so wie verschrumpelt aus. Ja, die sind doch verschrumpelt, ne? Und man sieht danach auch nicht schön aus, ne? Also man sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Naja, gut, das verstehen wir ja wohl alle, ne? Also mich würden sie wahrscheinlich rausziehen, weil sie dachten, die ist hin. Die ist hin. Man kann nicht so aussehen wie die jetzt gerade. Die ist hin. Ich bin dann überhaupt nicht hin. Ich bin nur erschöpft. Dein Sohn ist stolz auf dich, ne? Oder denkt er, du bist ein bisschen crazy? Ja. Ich glaube, der ist schon stolz. Stolz oder denkt er, du bist ein bisschen funny? Das auch, ja. Okay, ihr Lieben, während jetzt der Ofen mit der Quiche bestückt ist und mit dem Bacon, wo Martin mal gucken muss, denn das Bacon braucht wesentlich weniger Anzahl, stelle ich heute leider Gottes nur ganz kurz ein Buch vor, weil wir lieber die Zeit verwenden wollen, um mit diesem spannenden Gast zu sprechen. Das ist viel interessanter, aber dieses Buch muss ich doch nur einmal ganz kurz vorstellen. Das ist eine Wahnsinnsentdeckung. Es heißt Sibir, ist eine Neuerscheinung, also wie Sibirien, Sibir, von Sabrina Janesch.
Das ist eine deutsch-polnische Nachfahrin, nennt man das so. Also das sind ihre, ist ihr Urstamm, wo sie herkommt. Und in diesem Wahnsinnsbuch erzählt sie eben diese ganze Aussiedlergeschichte, die dann nach Kasachstan, sag mal, jetzt habe ich eine Sprachspur, nach Kasachstan und so weiter hingeschoben wurden. Massen von Menschen, einfach irgendwo im Schnee ausgesetzt und dann sind die schnell wieder abgehauen mit, was immer sie da dahin gebracht haben. Und die mussten da lernen zu überleben. Dieses Buch handelt, es ist ein Roman, den sie geschrieben hat, aber total, fast möchte man sagen, authentisch auf der Geschichte ihres Großvaters und ihres Vaters vor allen Dingen, der das alles überstanden hat und dann 1955 durch Adenauer, der hat die ja alle wieder erzwungen, es waren ja keine Kriegsgefangenen, die da hingeschmissen wurden quasi, der hat die alle wieder zurückgeholt nach Deutschland. Und dann ist er also da in Deutschland und hat dann ganz normales, enttüdeltes Leben weiterhin in Deutschland geführt. Und der erzählt gerne und sie hat das ab Kindheit schon gehört, immer diese Geschichten. Und die Mutter hat immer gesagt, hör doch mal auf mit dem ollen Kram, ich will das nicht mehr hören. Und der Vater hat hemmungslos weitererzählt und da hat sie einen ganz begnadeten Roman draus gemacht. Sibir, also wie Sibirien, wenn ihr euch das nicht merken könnt. Ich kann es nur empfehlen, wahnsinnig spannend. Eine Familiengeschichte. Du erwähntest gerade, da mussten wir uns leider um den Ofen und so weiter kümmern. So eine Wassersäule oder so Gischt oder was dir so ins Gesicht und dann so in die Augen und in den Mund und so reinsprüht. Was kann das bewirken? Naja, also die Gefahr ist natürlich, also wenn dir zum Beispiel stark regnet, also wenn du so durch so einen starken Regen schwimmst, das kann halt gefährlich sein, weil dann über dem Wasser so eine Wassersäule sich bildet. Also das ist halt so ein Wasser-Luft-Gemisch. Und wenn man immer, man atmet ja so zur Seite schnell ein, dann atmet man halt sehr viel Wasser ein. Und dann kommt vielleicht sehr viel Wasser in die Lunge und dann kann man halt auch quasi ertrinken, ja, sozusagen, obwohl man gar nicht physisch jetzt wirklich ertrinkt, aber dann einfach zu viel Wasser in der Lunge ist. Das ist ja auch Ertrinken, ja. Ist das so, schon mal vorgekommen? Also mir nicht, ne? So. Aber ja, also da muss man halt gucken, ne? Also, oder dass die Leute verwirrt werden irgendwie, weil sie so erschöpft sind. So, ja, was ist denn halt, damit? Dass ja. Sie dann so ein bisschen. Plötzlich schwinden sie alle. Genau, wenn die halt nicht mehr auf Kommandos hören vom Begleitboot, ne? Komm mal ein Stück näher geschwommen oder halt mal kurz an oder irgendwie. Also ich weiß es von einem schönen Freund von uns, da hat die Frau mal ihm dann eine Rechenaufgabe gestellt im Wasser, um zu gucken, ob er noch geistig fit ist. Und er hatte die aber richtig beantwortet. Sie hatte nur das falsche Ergebnis für sich abgespeichert. Wie furchtbar. Ich weiß nicht, ob sie ihn fast rausgeholt hätten, aber also man kann dann mal, das ist 17 plus 4 oder also kann jemand noch rechnen. Oder wenn er da unkoordiniert Bewegung macht, nicht mehr gleichmäßig schwimmt. Also das guckt zum Beispiel schon mein Mann dann, der zählt dann meine Züge pro Minute. Oh ja, das ist auch interessant. Genau, der zählt ja deine Züge. Genau, ne? Und dann sieht er halt, ob ich noch so ganz gut beieinander bin oder nicht mehr und, oder ob die Schwimmbewegungen unkoordinierter werden. Ja. So. Weil das ist ja auch, wenn ich da plötzlich ohnmächtig werden würde oder irgendwie ein Herzkollaps kriegen. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau, da müssen die ja total schnell reagieren, ins Wasser springen, mich rausholen und das über so eine Leiter und vielleicht noch Wellengang. Also deswegen guckt man schon, ja. Ist das schon mal passiert, dass jemand ohnmächtig wurde? Ja, sind auch schon Menschen im Kanal gestorben oder bei solchen Veranstaltungen, ja. Deswegen muss man auch vorher zum Arzt gehen und sich ordentlich durchchecken lassen. Also das verlangen wir eigentlich alle, so ein medizinisches Attest, dass da nichts gegen spricht. Und das ist natürlich die Frage, also da wird eine ganze Menge abgefragt. Aber ob man das dann noch alles so, ob der Arzt das alles so gründlich erfasst. Also ich gehe schon immer zu einer sportmedizinischen Untersuchung dann einmal im Jahr und lasse mich dann so richtig mit Belastungs-EKG, Lungenfunktionstest und Herzsonographie durchchecken, weil ich dann einfach auch ein gutes Gefühl habe. Da spricht herzmäßig nichts dagegen, ja. Du bist knackgesund, ne? Nee, ich habe mit den Knien schon ein bisschen, also bin eher an Land nicht so flott. Im Wasser geht's gut, also macht den richtigen Sport. Kommt das vom Schwimmen? Nee, das kam mal von einem Skiunfall. Oh, was hast du gemacht? Ja, ich bin unausgebildet Abfahrt gefahren und gestürzt und bin auch mal auf dem Eis mal gestürzt, so beim Schlittschuhlaufen. Und das sind nämlich so alte Verletzungen, die dann halt mit den Jahren auch nicht besser werden. Ja. Kriegt ja auch ein paar Zum vorzeitigen Verschleiß führen, ja. Genau.
Insofern ist aber Schwimmen der ideale Sport, ne? Also, das ist doch der ideale Sport, ne? Ja, weil es halt nicht so keine Belastung auf die Gelenke geht und gleichzeitig ist es unheimlich Cardio-Training, Belastung, also Bewegung, alle Muskeln werden angesprochen, ne? Darfst also nur nicht richtig was mit dem Herzen haben. Ja. Weil, nachdem mein lieber Ehemann gestorben ist, habe ich ein Broken Heart Syndrom gekriegt. Das fühlt sich an wie ein Herzinfarkt, ne? Ist aber keiner. Aber es fühlt sich so an und du bist auch so völlig fertig. Mhm. Du bist kurz vorm Abnibbeln. Ne? Mhm. Also es ist richtig ernsthaft ganz furchtbar. Oh, wünsche ich niemandem. Martin, oh. Mhm. Bist du am Flirten, Martin? Ist ja ein toller Kaffee. Ja, ein jedenfalls habe ich dann irgendwann mal Dänemark in so einem Haus, was wo ein Swimmingpool ist, ne? Wollte ich dann in das Wasser. Als mir schon ein bisschen besser ging, aber noch nicht so doll. Du, dieser Druck von diesem Swimmingpool, Wasser, diesem Wasservolumen, ich bin fast gestorben. Hm. Ich musste ganz schnell und ganz zielgerichtet mich wieder diese Treppe hochrobben und raus aus diesem Wasser. Ich bin gerade nur einmal untergeduckert und habe so einen von dieser Wassermasse, ne, von dem Swimmingpool, so einen Druck auf mir gefühlt. Och, das möchte ich nie wieder erleben. Es hat lange gedauert, bis ich mich wieder ins Wasser getraut habe. Also jetzt tue ich es, ne? Also eine kritische Situation, die ich mal völlig im Urlaub erlebt habe, war, wir machen immer ganz gern Urlaub in Mecklenburg, in so einer Seenlandschaft, Feldberger Seenlandschaft. Und da kennen wir die Seen ganz gut. Die sind, da gibt es so drei Seen, die miteinander verbunden sind. Kann man so durch kleine Kanäle in den nächsten See schwimmen und wir kennen die Strecken ganz gut und wissen, wenn ich hier ins Wasser gehe, dann kannst du mich in 50 Minuten an der Stelle abholen, dann komme ich da raus oder so. Ne? Mhm. Ich wollte halt zu unserer Unterkunft zurückschwimmen und bin losgeschwommen und mein Mann und Oskar sind ins Auto und wollten nach Hause fahren und mich dort halt dann in Empfang nehmen. Und dann zog sich alles zusammen und ein Gewitter kam auf. Und ist innerhalb, nicht so gut, wenn man und ich war dann halt mitten auf dem See, ne? Also ich war auch alleine, ich kannte das alles gut. Und dann fing halt ein totaler Starkregen an, da hinten zuckten die Blitze. Und da war innerhalb von, also das war also eine Schilflandschaft, sehr natürlich bewachsen. Und ich wusste da, irgendwo da hinten ungefähr ist der Kanal, in den ich rein muss. Den siehst du vom Wasser aber kaum, erst wenn du ganz dicht dran bist. Und innerhalb von wenigen Minuten war alles so zugezogen, dass ich das Ufer gar nicht mehr gesehen habe. Ja? Ja, und dann Gewitter. So, das war schon kritisch, ja, weil ich hatte dann schon gehofft, also wenigstens bis zu diesem Kanal kommen, da kann ich ans Ufer gehen, da könnte ich mich zumindest rausgehen und warten, bis das Gewitter vorbei ist. Und dann kommt da aber auch so eine kleine Brücke über diesen Kanal rüber und da standen dann Oskar und Karl im Auto. Oh Gott sei Dank. Genau. Die haben dann schon sich gedacht, kritische Wettersituation, wir holen sie mal lieber ab. Kommt der Blitz nicht auf dich nieder, wenn du da... Ja, das ist halt Gefahr, dass der Blitz dich im Wasser trifft. Man sagt doch immer, man muss raus aus dem Wasser. Ja, aber wenn du mitten auf dem See bist, wo willst du hin? Wo willst du hin? Dann habe ich schon versucht, schneller zu schwimmen, um dann dahin zu kommen, Oder tauchen, nur die Nase raushängen. Naja, kannst du nicht die ganze Zeit tauchen, Wenn es ums Leben geht? Aber ich weiß nicht, ob der Blitz das nicht auch spürt. Weiß ja nicht, wann der Blitz kommt, Nee. Oh nee, wie furchtbar. Schlimm. Aber mir ist auch noch so mit diesen Quallen. Also ich meine, Feuerquallen, das ist ja nicht lustig, ne? Nee, wahrlich nicht. Die sind also nicht nur, dass wir als Normalbürger die ein bisschen sehr gruselig finden. Die tun ja auch weh. Ich bin mal in einer reingeschwommen, ich weiß, wovon ich rede. Ja. Das ist unangenehm. Also, wobei die es dort in der Ecke gibt, gehen eigentlich noch. Ne? Das tut zwar mal weh, das ist natürlich die Frage, wie viel du abkriegst. Ne? Also, aber wenn du 2, 3, dann tut das halt weh. Aber wir waren letztes Jahr auf so einem Schwimmcamp auf Menorca, da waren die ganze Bucht verseucht von Feuerquallen und wir sind da ziemlich massiv reingeschwommen. Warum das denn? Naja, weil wir die nicht gesehen haben. Also, das war dann sag mal. Kaum auszuweichen, Und dann hatte ich hier im Gesicht und überall an den Händen und habe hier auch noch eine Narbe unter dem Arm. Brandwunden. Das juckt halt dann auch. Also im Wasser geht's noch, aber dann an Land muss man halt dann irgendwie so Antihistamincreme oder sowas machen. Wahnsinnig viel. Ja. Und dann hast du auch unter Umständen, ich hatte hier ein ganz schönes Muster auf dem Rücken. Ja, ne? Lange. Ja, hier an den Beinen hatte ich auch schon, also wie so eine Forke, so, dass das so trifft, ne? So ein Peitschenhieb.
Ja. Och, nee. Aber so in anderen Regionen gibt es halt noch unangenehmere Quallen, ne? So die fieser und gesundheitsgefährlicher sind. Wo jetzt? Im North Channel zum Beispiel oder Hawaii oder also andere Regionen der Welt einfach. Da gibt es noch schlimmere Biester. Mhm. Auch größere und. Und sagen wir, da um Manhattan rumschwimmen, ja. Ist das nicht eine Jauchegrube? Nö, das ging eigentlich. Also war nicht. Wie tief ist das da so eventuell unter dir? Weißt du das? Keine Ahnung, das weiß ich da nicht. Aber da schwimmst du ja. Doch durch Segelboote und Frachterschiffe. Nö, und also Frachter sind auch mal vorbeigekommen, aber. Nö, war gar nicht. Also an einer Ecke unten an der Südspitze, da ist ziemlich viel Betrieb, da war dann die Fähren auch rübergehen, da zur Freiheitsstatue und so. Da sind ziemlich viel Fährbetrieb, da lotsen die einen aber so durch, aber sonst ging das eigentlich ja. Ist das nicht ja. So mit einer Ölschicht obendrauf? Nee. Habe ich nicht komisch. Wahrgenommen. Martin, das stelle ich mir ja. So vor. Ja. Nee, ist ja auf der Elbe auch nicht so. Das ist ja halt immer ständig in Bewegung. Das ist ja, ja auch Tiden. Also wird ja, dann heißt es zwar Harlem River, East River, Hudson River, ja. Aber das wird ja vom Atlantik ja, gespeist. Das ist, ne? Ist ja letztendlich nichts anderes als die Elbe, nur dass das Meer näher ist. Und du hast Tide, die das immer rein und raus spülst und du hast eine Strömung, die im Prinzip alles nach. Ja, nur ich stelle mir vor, dass da viel Wasserverkehr ist. Oder stelle ich mir das zu doll vor? Ich stelle mir vor, dass da wirklich Lieferantenschiffe fahren, Containerschiffe fahren. Nö, da fahren halt Fähren. Rüber und dann gibt es noch diese Circle Line, die immer Manhattan so touristisch umrundet. Das haben wir dann am nächsten Tag gemacht. Haben wir uns dann mal genüsslich an Deck gesetzt und die Strecke nochmal genossen. Guck mal, da habe ich doppelt gekrault. Da habe ich so gemacht. Das ist also erstaunlich. Das hätte ich mir jetzt anders vorgestellt. Oder ist aber so Hawaii, wo die Gruseltiere noch größer sind, ist nicht so dein Ziel? Nee. Also da ist das Wasser auch relativ warm. Das ist dann wieder vielleicht eine andere Herausforderung, wenn es sehr warm ist. Das ist auch anstrengend, wenn es zu warm ist, das Wasser. Mhm. Also ich bin mal durch den Bodensee geschwommen. Da hatte 25 Grad und draußen waren 30 Grad und keine Wolke am Himmel. Da hatte ich schon Angst, ich kriege einen Sonnenstich im Wasser. Zumal der Veranstalter das auch noch vorher erzählt hat, dass das passieren kann, ne? Dass man einen Sonnenstich kriegt. Aber zum Glück. Was ist mit Loch Ness? Ja, Loch Ness kommt. Komm. Ja, aber da. Loch Ness wird eher die Kälte die Herausforderung, ja. Wie tief ist das an tiefster Stelle? Weiß ich nicht. Bestimmt. Macht dir Tiefe keine Angst? Nee, ich sehe das ja nicht, ja, wie weit das runtergeht. Ja, aber wenn du weißt, wenn du das Wasser anguckst, ist es so schwarz unter dir. Ja, dunkel. Ja. Nee, da habe ich also ich weiß, manche Leute kriegen da echt Panik, wenn die Vorstellungen sind 1000 Meter unter ihnen oder so. Würde ich kriegen. Das war ja Straße von Gibraltar, da waren 1000 Meter unter uns, ne? 1000 Meter Tiefe. Das ist ein bisschen viel. Aber das siehst ja nicht das Ende, ne? So. Ja, aber du. Es ist einfach die Idee. Da, Aber. Sieht doch gut aus. Jetzt ist die Frage, ob wir immer so ein Stück schneiden und dann Bacon drauflegen oder ob wir das mit Bacon jetzt dekorieren. Ich würde es ja eigentlich gerne mit Bacon dekorieren. Mhm. Was denkst du? Ja. Ich würde eigentlich gerne so das Bacon das so. Die Stücke portionieren damit. Oder sollen wir die Stücke in kleine Stücke zerkrümeln? Also optisch ist das ja so schön. So, genau, so ein Wagenrad. Ja, dann machen wir lieber ein Wagenrad. Einen Schwimmreifen. So, ne? Mhm. So ist das doch schön. Ja. So, ihr Lieben, jetzt ist diese Quiche, na, ist genau eine Stunde. Ja, sie war genau eine Stunde drin. Aber jetzt würde ich sie so wahnsinnig gerne mal anschneiden. Nur das Problem ist, eine Quiche muss man erst mal stehen lassen. Die geht ja auch hoch im Ofen und sie ist auch schon dabei, wieder runter zu sacken. Und ich weiß es nicht. Sie muss eigentlich jetzt mal so ein Stündchen stehen. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn ich sie jetzt anschneide. Dann sieht sie nicht so schön aus.
Naja, die ganze Kies sieht da nicht mehr so schön aus, aber ich würde so gerne mal wissen, was da drin ist. Und wie sie schmeckt. Martin. Dann riskier's. Lass uns gleich mal Kies. Pass auf, wir riskieren das jetzt mal. Ne? Anke, was meinst du? Das stimmt, heiß, oder? Willst du doch auch, ne? Ja, ist noch heiß. Du musst auch wissen, was da drin ist, ja, ne? Also das ist dann noch so feucht, zu feucht eigentlich, ne? Wenn man die gleich anschneidet, ist das noch zu feucht. Aber wenn man die stehen lässt, geht die Feuchtigkeit weg. Also das ist jetzt hier ein Wagnis, was wir euch nicht empfehlen. Aber wir machen es trotzdem mal. Ja, ich merke schon, hier kommt Feuchtigkeit hoch. Die würde jetzt normalerweise verschwinden. Aber wo soll die hin verschwinden? Das verzieht sich. So, Martin. Ja. Wir begehen jetzt hier eine Sünde, das wisst ihr, ne? Ja. Das ist nicht kulinarisch gesehen. Sünden gehören zum Leben. Das hast du sehr gut. Guck mal, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Das sieht sehr gut aus. Na? Martin. Ja. Das ist jetzt nicht, was ich euch empfehle. Wir machen hier Schindluder, aber wir sind so gierig. Wir wollen jetzt wissen, wie das schmeckt. Ne? So. Okay. So. Jetzt versuchen wir das einfach mal. Oh Gott, du Arme, muss stehen. Das ist aber jetzt ganz doof. Ja. Die ist so ein bisschen wackelig. Dieser hier ist eigentlich besser. So. Ihr Lieben, was wir jetzt eben gemacht haben, das ist ja pure Gier, weil das sieht so schön aus. Und wir wollen es einfach mal nach versuchen. Nach dem ganzen harten Training. Nach dem harten Training. Süßraumfood, ne? Ist zwar kein Pfirsich, aber ist ein bisschen feucht. Und das sind die Pfirsiche auch. Ihr Lieben, macht's mal nach. Es ist ja leicht. Es ist nicht schwer. Lasst es ein halbes Stündchen stehen. Und guckt uns jetzt zu, wie wir es genießen. Bleibt uns treu, kommt wieder und habt uns lieb und schickt uns Kommentare. Ich brauche eure Kommentare. Guten Appetit. Und guten Appetit. Wir essen später. Wir können jetzt schon genießen. Genau. Na gut. Also, auch der Chicorée, also das schmeckt toll. Ja.